Frauen der Arena, liebe Gäste in der Arena und alle Arena-Partner jetzt gerade, die parallel unten läuft. Begrüße Sie, ich begrüße euch recht herzlich zur Pressekonferenz zum Spiel des Eishockey gegen die Landshut Cannibals. 4:6 der Endstand und die offizielle Zuschauerzahl 2.182 Zuschauer. Grüßen möchte ich natürlich auch recht herzlich den Gästetrainer Jerry Ehrenberger und zu meiner Linken Firma Thomas Popisch. Und beginnen möchten wir natürlich auch mit unseren Gästen. Herr Ehrenberger, Glückwunsch zum Sieg. Wie haben Sie die Partie gesehen? Ja gut, also erstens, guten Abend hier in Dresden. Ja gut, zum Spiel. Es war schönes Arbeit für unsere Mannschaft. Wir haben eine gute Nacht, die ersten drei Unterzahlsituationen, drei Tore, zwei Tore Rückstand. Das war sicherlich keine so ideale Zwischenbilanz nach zwei Dritteln, aber Dresden war ständig gefährlich. Man hat auch beim Powerplay irgendwie für ein bisschen clever und glücklicher gespielt, hat die Tore geschossen. Aber für mich war wichtig, dass die Mannschaft im letzten Drittel der letzten 20 Minuten nicht aufgehört hat zu spielen. Wir haben auf unsere Chance. Wir haben gut gearbeitet, aber wir haben geglaubt, dass irgendwann eine Chance kommen muss, oder dass wir eventuell noch Anschlusstreffer schießen. Das ist uns gelungen. Und gut, dann haben wir heute, also ich würde sagen, so ein bisschen so Blackout von Dresden, Triple Halt ausgenutzt, aber wir innerhalb von drei Wechsel oder eine Minute drei Tore geschossen haben, das ist sicherlich nicht so hoch der Fall, aber das war heute für uns glücklich, für Dresden bitter. Und ich bin sicherlich mit den drei Punkten mehr als zufrieden. Dankeschön. Vielen Dank für die Einschätzung. Thomas, das Motto war heute Feuer in der Kurve, Feuer auf dem Eis. Ich denke, das hat man heute ganz gut umgesetzt von Seiten der Mannschaft, zumindest 55 Minuten lang. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, das Harte an dem Sport ist, dass das Spiel 60 Minuten geht. Und im Nachhinein können wir viel darüber reden, dass wir 55 Minuten die Sachen umgesetzt haben. Die entscheidenden Sachen sind zum Schluss nicht richtig gemacht worden und deshalb verlieren wir das Spiel. Und das ist ein ordentlicher Nackenschlag für die Mannschaft, für die Fans, für die Sponsoren. Das ist, wo man normalerweise sagt, wenn man irgendwo ist, ja, im Sport ist alles möglich, nicht aufgeben, dranbleiben. Landshut hat es gemacht, hat die Chancen bekommen. Für mich natürlich ärgerlich, dass gerade beim 4-2, dass wir in der Drittelpause nochmal drüber gesprochen haben, über Bulli-Situationen, andere Aufstellungen, dass Landshut erhöhtes Risiko geht, weil sie brauchen den Anschlusstreffer und wir trotzdem da die Tore bekommen. Wir hatten viele Möglichkeiten, auch im letzten Drittel noch das Spiel klar zu machen, haben sie da nicht genutzt. Aber ich muss ganz deutlich auf die Art und Weise dann der letzten 5 Minuten kommen. Und da muss ich einfach die Häuptlinge auch in die Pflicht nehmen, dass die kühlen Kopf behalten, dass sie auch dann das Unentschieden über die Zeit bringen, dass sie einfach die richtigen Entscheidungen auf dem Eis treffen, die positiv für die Mannschaft ausgehen. Und die haben wir heute glaube ich getan. Landshut ist eine Spitzenmannschaft, die hat die Chancen, die sie bekommen haben, haben sie genutzt, haben sie das eiskalt vorgeführt. Wir haben jetzt eine sehr schwierige Situation alle zusammen, aber ich glaube, das ist das Entscheidende. In den schwierigen Situationen zeigt sich, wer wirklich zu dem Verein steht, wer wirklich dahinter steht. In guten Zeiten, das ist so in der Mannschaft, wenn die Mannschaft gewinnt, können alle jubeln. Entscheidend ist, wenn es schlecht läuft. Wer steht auf, wer geht vorweg, wer zeigt sich, wer präsentiert sich. Und da müssen wir die nächsten Wochen müssen wir genau hinschauen. Und ich denke mal, dass wir gemeinsam auch den Weg packen können. Vielen Dank. Vielen Dank, Thomas, für die Einschätzung. Gibt es Fragen seitens der Presse? Danke. Thomas, als Henry Martens die Scheibe ins Ausgeforderte, war das unglücklich? War das eine Pechsituation? Ich habe es nicht genau gesehen. Der Schiedsrichter abseits, wie gesagt, die Verzögerung entschieden und dadurch habt ihr dann ein Unterzahlspiel gehabt, wo das 4-4 kassiert. War das dann schon spielentscheidend oder der Bulli davor? Also
mehrere Sachen im Spiel entscheiden. Meine, wir können eine Bulli nehmen, wir können die Strafzeit nehmen, wir können nicht genutzte 2-1-Situationen nehmen. Das jetzt an einer Situation festzumachen, ist mir ein bisschen zu einfach und zu wenig. Das ist die Art und Weise, wie wir uns präsentiert haben. Wir hatten vielleicht eher noch gedacht, wir wollen vorne noch ein Tor schießen vorher. Aber die Situation, die dazu geführt hat, dass wir wegen Spielverzögerung die 2 Minuten bekommen haben, habe ich nicht so genau gesehen. Aber ich denke mir, der Schiedsrichter hat sonst einen sehr guten Job gemacht. Er war näher dran und wird es richtig gesehen haben. Gibt es weitere Fragen? Wenn dem nicht der Fall ist, würde ich Ihnen ganz gerne noch die Endergebnisse der 2. Liga bekannt geben. Fischtown Pinguins gegen Lausitzer Füchse 2-3 nach Penaltyschießen. Schwenninger White Wings gegen Ravensburg Tower Stars 5-2. Hannover Indians gegen die Wiener Steelers 4-3 nach Verlängerung. SC Riffensee, Star Wars Rosenheim 7-4. Und Eispiraten Grimmschau gegen WSV Kaufbeuren 2-3. Mit Eislöwen geht es am Sonntag nach Bietigheim, 18 Uhr. Dort das Anspiel und das nächste Heimspiel am kommenden Freitag, das Sachsen-Derby gegen die Lausitzer Füchse. Wir sind aktuell ungefähr 4.000 Tickets verkauft. Es gibt noch ein paar Karten, ein paar Restkarten, die bekannt an den üblichen Vorverkaufsstellen und auf der Geschäftsstelle der ersten Eislöwen. Und allen wünschen wir einen schönen 2. Advent, trotz des unglücklichen Ausgangs heute. Und den Gästen natürlich einen angenehmen Nachhauseweg und Ihnen allen noch einen schönen Abend. Vielen Dank.